Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. So, wir haben nochmal davon gesprochen, dass also diese ganze aufwendige Konstruktion wirklich speziell für das Holländer Bühnenbild gemacht worden ist. Das wird konstruktiv hier im Haus von der Produktionsabteilung entwickelt und berechnet und wird dann auch hier im Haus von den eigenen Werkstätten gebaut. Und das ist natürlich schon eine enorme technische Leistung, würde ich sagen. Das hier ist ein großer Bühnenwagen, der ein Drittel von dem Gesamtwagen darstellt. Und man sieht hier an dieser gebogenen Fuge, dass da eine Drehscheibe integriert ist, die durch Motorantrieb gedreht werden kann. Also das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass es eben ein sehr großer Bühnenwagen ist, also dass diese ganze große Fläche sich bewegen kann und dass in diesem Wagen eigentlich nochmal die ganze Technik untergebracht ist, um eine Drehscheibe mit 11 Meter Durchmesser in Bewegung zu versetzen. Hier sind solche Kästen angebaut, die werden auch hier im Hause eigens angefertigt. Die kann man temporär an diesen Wagen anschrauben und kann dann mit diesem normalen Wagenheber hier so ein Rad nach unten rausdrücken, hydraulisch. Geht mit Handbetrieb, mit diesem kleinen Hebel. Dann wird das Ganze in die Höhe gehoben und wird dadurch nochmal fahrbar gemacht, dass es hier rumrangiert werden kann auf dem Festspielgelände. Hier vorne wird jetzt gerade der Boden verlegt. Das sind spezial angefertigte Bodenplatten mit einer besonders glänzenden schwarzen Beschichtung. Das spiegelt nachher sehr schön, wenn es auf der Bühne ist und soll auch so ein bisschen Assoziationen zu Wasser darstellen. Man sieht jetzt an den Seiten noch ein wichtiges Bühnenelement. Das sind so geschwungene Konstruktionen, die an Leiterplatten und elektronische Schaltungen erinnern. In diese Leiterwände sind so Zahlen, digitale Zahlendisplays eingebaut, die ganz rasant in großer Geschwindigkeit sich verändern. Und auf diese Leiterwände wird eine Videoprojektion mit Beamer projiziert, die noch den Eindruck erweckt, dass da Strom durchfließt. Man sieht da hinten so die Gitterträgerkonstruktion. Das wird ganz hochgezogen, dann fährt von hinten dieser Bühnenwagen rein, wird zusammengesetzt. Und wenn das alles steht, dann wird von oben diese riesige Baldachinkonstruktion draufgelassen und setzt genau auf diesen vier Pfosten auf. Da hängen dann jetzt diese Folien dran. Die werden später im Bühnenspiel werden die ausgelöst über einen speziellen Mechanismus. Das ist ein ganz toller Effekt, wenn dieser Wagen erst nach vorne kommt und ist so ein schwarzer Kubus. Und dann fällt das Ganze plötzlich so runter.